Guten Abend, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen bei timetodo.ch. Time to do, Zeit zu handeln, das ist die Übersetzung, und immer mehr sehe ich, dass Zeit ist zu handeln. Warum, liebe Zuschauer? Immer wieder bekomme ich über Medien, über die Kontakte, die meine Zuschauer zu mir halten, über persönliche Gespräche, über E-Mails, über Anrufe oder andere Dinge immer wieder Hinweise auf Thematiken. Einer dieser Thematiken, und Sie wissen durch die Sendungen, die ich gemacht habe, ich nutze dieses Produkt selbst, sage ich auch, habe ich auch immer ganz offen drüber kommuniziert. Warum? Weil ich meinen Körper gut spüre, und wenn ich was zu mir nehme, spüre ich, wie der Körper reagiert. Und wenn ich es nicht nehme, spüre ich auch, wie er reagiert. Wenn ich es eine Zeit lang nehme und höre es dann auf, merke ich Veränderungen. Das nennt sich Körperbewusstsein, sollte eigentlich jeder haben. Das heißt, wenn es irgendwo zwickt, muss man von seinem Körper her eigentlich wissen, was die Ursache ist. Wäre auch normalerweise so, liebe Zuschauer, wenn man uns das von Kindesbeinen ein bisschen beibringen würde. Aber wir wollen ja, dass wir unsere Verantwortung über die Gesundheit so gar nicht wahrnehmen. Worum geht's? Es geht um die Nahrungsergänzung Wemmer. Vor nicht allzu langer Zeit haben Sie gesehen auf Stern TV, auf RTL, in der ARD, also in einem europäischen und einem deutschen Kabelsender, ARD sogar, der Staatsfernsehen, also die ARD ist das, was hier das SF1 ist, und ZDF ist bei uns, was hier SF2 ist. Also gab es zu dem Thema Wemmer eine große Aufregung. Ein junger Mann kommt ins Studio und erzählte, er hätte 1500 Euro investiert in dieses sogenannte Geschäft, ein Multilevel-Marketing-Geschäft. Ich höre dann immer, dass über Worte wie Pyramidenspiel oder Schneeballsystem gesprochen wird. Sowohl das eine als auch das andere sind verboten. Und ich glaube nicht, dass wenn man in, was weiß ich, ich glaube 40 Ländern dieser Welt tätig sein könnte, wenn sie ein verbotenes Vertriebssystem machen würden. Also das mal vorweg über dieses ganze Gegackere, was ich da im Internet lese oder in Mails kriege und was irgendwelche selbsternannten Rechtsprofessoren dann von sich geben. Also, es ist ein sogenanntes Affiliate-Marketing-System. Ich habe mir den Marketingplan angeschaut. Den bekommen Sie, wenn Sie Vertriebspartner sind. Dann können Sie das ausdrucken. Und wenn Sie einen Struktur hören, Multilevel-Marketing ist ein strukturierter Vertrieb, haben, der müsste Ihnen eigentlich Auskunft geben darüber. Das ist sowas mal zum Ersten. Das Zweite sind immer wieder Behauptungen, die in ein Produkt oder über ein Produkt gemacht werden. Und wie gesagt, ich bin einer, der da recherchiert und der nicht dahinter schaut, wenn ein Gast zu mir ins Studio kommt und ich hinschaue, was hat der mit 20 gemacht? War der mit 20 vielleicht in einem Verein, der mir nicht gefällt, oder in einer politischen Partei, deren Zustimmung ich nicht vermittle, oder, und dann ihn irgendwo da negieren. Und bei mir darf auch im Leben jeder Mensch Fehler machen, weil wir sind Menschen und Fehler gehören zu unserem Leben dazu. Und da muss man nicht gleich mit dem Vorschlaghammer draufhauen. Das ist so meine Grundeinstellung. Ich sage sogar, Fehler sind dazu da, dass sie gemacht werden. Und der, der den Fehler macht, dem müssten eigentlich alle anderen dankbar sein, weil dann kann ihnen das nicht mehr passieren. Aber wir haben in vielen Dingen eine andere Betrachtungsweise. Liebe Zuschauer, warum haben wir das? Weil uns das anerzogen wird. Und nicht jeder Mensch hat die Möglichkeit, sich irgendwann frei zu entfalten oder irgendwann selbst zu entscheiden, was ist für ihn richtig und was ist für ihn falsch. Dann habe ich mir die Aussagen dort angehört. Also natürlich müssen Sie sich vorstellen, in einem sogenannten Direktvertriebssystem. Und das sind alles Direktvertriebssysteme. Bedeutet, der Produzent geht über im Prinzip nicht professionelle Verteiler, also keine Händler, direkt an den Verbraucher. So, das macht man mit Provisionssystemen. Warum geht man nicht hin und sagt, jeder kann bei der Firma einkaufen und dann verkaufen? Solche Vertriebssysteme nennen sich auch, die sind auch klassisch als Direktvertrieb bezeichnet. Ein Multilevel-Marketing-System oder ein Affiliate-Marketing-System bedeutet immer zwei Dinge. Auch da kann man hingehen und kann Produkte verkaufen. Nur nicht so, dass ich das Produkt bestelle, es kommt zu mir, dann gehe ich zu dem Kunden, der es bei mir gekauft hat, und verkaufe das ihm. Nein,
Das nimmt Ihnen das Unternehmen ab, also Sie brauchen keine Ware zu bewegen, sondern wenn Sie einen Interessenten für das Produkt haben, dessen Affiliate oder Network Marketing Mitarbeiter oder Vertriebspartner Sie sind, dann sagt er, jawohl, das will ich. Und jetzt macht er Folgendes. Der geht dann auf seine Website, wenn Sie die WEMA-Sendungen verfolgt haben, die Herrschaften, die da waren und das Produkt nutzen, die blenden dann ihre Website ein. Und auf dieser Website kann ich dann entscheiden, ob ich nur kaufen will, also ganz normal sagen, jawohl, ich bestelle einmal das Produkt, fertig. Habe ich weder eine Verpflichtung noch sonst was, ich kriege das Produkt, ich kann es nutzen, ich bezahle es, alles eine ganz normale Geschichte, wie Sie in jedem anderen Internet-Shop bestellen können. So. Jetzt kommt der zweite Punkt dazu. Jetzt kann natürlich dieser Mann, der das Produkt Ihnen vorgestellt hat oder es Ihnen schmackhaft gemacht hat, der kommt jetzt nach ein paar Monaten und sagt, und, wie bist du zufrieden mit dem Produkt? Dann sagt er, du, seit ich das nehme, alles gut, alles wunderbar, willst du auch weiternehmen? Ja, klar. Und jetzt kommt die Zauberfrage. Du könntest dein Produkt auch eigentlich kostenfrei haben. Dann guckt er und sagt, wie, kostenfrei kriege ich das umsonst? Nee, so einfach ist es nicht. Wenn du es toll findest und du gehst jetzt zu deinen Freunden oder zu deinen Geschwistern oder zu wem auch immer und erzählst das dem und sagst, guck mal, seit ich das nehme, geht es mir richtig gut und das und das und das ist passiert und so fühle ich mich und so fühle ich mich. Und dann sagt er, probier das doch auch mal. Du erzählst doch immer, bist nicht so voll Energie und bist ein bisschen schlaff morgens und was auch immer. Und jetzt geht das Gleiche los wie im Prinzip der Einzelne, nur ist der noch kein Vertriebspartner, der probiert das mal. Der andere sagt dann entweder ja oder nein, gehen wir mal davon aus, der sagt ja. Und jetzt hat er einen gefunden, der das nimmt und sagt, du, das kannst du auch regelmäßig haben. Wir können im nächsten Monat sogar ein sogenanntes Autoship aktivieren, und das können wir auch gleich aktivieren, immer dem Menschen die Entscheidung lassen. Der geht dann hin und sagt, du, ich probiere das jetzt erstmal und wenn es mir gut tut, dann können wir es im nächsten Monat machen. Also geht er rein, klimpert unter sich die Bestellung rein, er bezahlt es, sein Freund kriegt es zugeschickt, Monat weiter sprechen die sich wieder. Jetzt sagt er auch, ui, das finde ich aber gut. Und sagt er, du, jetzt könnte ich das bei dir auf Autoship stellen, dann kriegst du es automatisch jeden Monat rechtzeitig, Rechnung per Internet und Lieferung direkt über die Post. Jawohl, gemacht. Jetzt hat er den ersten Kunden unter sich und wenn ich es recht im Kopf habe, braucht er 3 Kunden. Wenn 3 Kunden über ihn bestellen, dann ist die Provision bereits so, dass seins kostenfrei ist. Nichts anderes ist Network. Wenn wir das jetzt professionalisieren, dann geht jetzt einer nicht zum Freund, der einen Job hat, sondern einer sagt, ich mache nur Network-Marketing. Und er zieht dann los, verteilt kleine Kärtchen, wo drauf steht vielleicht ein 60 Milliliter für Ihre tägliche Fitness, Interesse, rufen Sie mich an. Oder er sagt seinen Kollegen, macht doch mit mir mal einen Abend, ich stelle euch mal was ganz Tolles vor und dann können wir uns auch darüber unterhalten, wie ihr Geld verdienen könnt. Das wären jetzt alles normale Gespräche, die real sind und die dem Produkt entsprechen. Er macht keine Versprechungen, vor allen Dingen keine Heilaussagen, er tut dem Produkt nicht irgendwas andichten oder an Zusatzstoffe irgendwas hineindichten. Nein, er gibt genau das weiter, was das Unternehmen vorgibt, was man übrigens auf der Website von WEMA alles nachlesen kann. Nimmt genau das, ich habe das hier mir mal rausgedruckt, da gibt es auch solche Informationen. Da ist jetzt das Produkt drauf und da sind die ganzen Inhaltsstoffe daneben, sind alle Produkte drauf, das Premix, die Energy Drinks und noch einer, machen wir da mal weiter. Dann ist ein Body-System drin, dann gibt es da nochmal ein Body-Produkt und noch ein Body-Produkt und noch ein Body-Produkt. Und alle Produkte steht genau drauf, was drin ist nach Verordnung und Paragraph. Nährwertangaben, Portionsgröße 59 Milliliter, 4 Esslöffel täglich, Portion pro Flasche 16. Dann steht drin Menge in Gramm, Menge pro 100 Milliliter. Dann sind unten noch die ganzen Erklärungen drin über Zutaten und Bezeichnungen. Plus unten ist dann drauf die ganze Bezeichnung PET, CE, was weiß ich, irgendwelche Dinge. Und natürlich hat der sich die Arbeit macht, dann unten seine Telefonnummer drauf und seine Webadresse. So, also, jetzt frage ich mich, wenn jetzt
wie das dort vorgestellt wurde in Stern TV, einer zu mir kommt und macht so Scherze, wie zu mir sagen, du kannst in 3 Monaten Ferrari fahren oder was hältst du davon, dass du in Kürze im Monat 10.000 Franken verdienst oder stellt ein Modellauto hin und sagt, das könnte deiner sein, wenn wir Business machen und erzählt denen dann, wenn du jetzt einsteigst mit einer Investition, dass du gleich so viele Pakete kaufst oder Leute vermittelst, dann wirst du gleich dort eingestuft und dann sind die Provisionen so hoch, muss ich sagen, alle die sind dann wohl ein bisschen blauäugig und nicht des Lesens fähig. So, fangen wir mal mit dem einen Punkt an. Da habe ich im Internet etwas recherchiert und habe ich einen tollen Beitrag gefunden, der da steht, der sich auf diese Thematik bezieht. Jetzt können Sie das vielleicht nicht lesen. Der, der das vorstellt, hat davor folgenden Text gesetzt. Heilversprechen. Die Produkte von Wemmer sind ausdrücklich nicht dafür bestimmt, um Krankheiten zu diagnostizieren, zu behandeln, zu heilen oder Krankheiten vorzubeugen. Wemmer ist keine Medizin, sondern wurde als Lebensmittel zugelassen. Sie hören das, liebe Zuschauer, zugelassen. Wemmer stellt ein Nahrungsergänzungsmittel dar, kann und soll aber keine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung ersetzen. Das, liebe Zuschauer, lesen Sie auch bereits auf allen Informationen. Das war eines der ersten Dinge, die ich bei einem Vortrag von Harry Meyer gehört habe, der einer der führenden Vertriebsleute von Wemmer in Europa ist. Dieser Satz. Also wird schon mal ganz klargestellt, erstens ist ein zugelassenes Produkt und ein Produkt wird nur zugelassen, wenn die Inhaltsstoffe in der Kombination zulassungsfähig sind. Und jedes Geräte von selbsternannten Fachleuten, dass das gefährlich wäre, wenn man 3 trinkt, fällt man tot um. Glauben Sie wirklich, dass eine Behörde, ein BAG in der Schweiz, ein Gesundheitsamt in Deutschland oder wie auch immer, dass die Gefahr eingehen wird, ein Produkt zugelassen, wo dann womöglich nachweislich plötzlich einer mit einem Kreislaufkollaps umkippt und das danach auch noch womöglich nachzuweisen wäre. Also ich glaube nicht. Und das wäre auch an den Haaren herbeigezogen. Dann geht das weiter. Dann schreibt er noch ganz klar einen Haftungsausschluss. Das heißt, Informationen, die ich Ihnen bereitstelle, sind nur für informelle, unterhaltende und weiterbildende Zwecke bestimmt und stellen keinen professionellen Rat, ich übernehme deshalb keinerlei Gewähr für Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen und weiteren Informationen. Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich auf Schäden materieller, körperlicher oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter oder unvollständiger Informationen verursacht wurde, grundsätzlich ausgeschlossen. Genauso, und da geht es noch ein bisschen weiter, gilt das auch für mich. Das heißt, alles, was Sie hier erfahren, sind Informationen. Und ich kann gar nicht überprüfen, ob die alle vollständig sind. Mit bestem Wissen und Gewissen, aber ich gebe nicht die Verantwortung dafür. Sie, deswegen mache ich es doch, stellen Sie sich vor, jetzt sitzt da nicht einer, sondern jetzt sitzen da, sage ich jetzt mal, 50.000 oder 100.000 oder 500.000 Leute vorm Fernsehen und hören zu. Das bedeutet aber nicht, dass ich der Guru bin oder der Lehrer oder auch ein anderer in jedem anderen Sender. Das gilt für alle gleich. Nein, wir sind nur Informationsvermittler. Wir müssen nur hinschauen, dass die Informationen, und deswegen habe ich mich auch beim Kassenschutz so gewehrt gegen die Geschichte, wenn zu mir einer kommt, der ein Entwässerungssystem vorstellt, dass ich dann fragen muss, ob der in irgendeiner Sekte war. Wieso muss ich das? Nee, das muss ich nicht. Es geht um das Produkt und um nichts anderes. Ich verkaufe weder den Mann noch irgendeine Sekte noch sonst irgendwas. Ich stelle das Produkt vor, das nach meinen Recherchen Erfolge aufweist. Und das vermittle ich Ihnen. Und Sie können jederzeit genauso recherchieren im Internet. Sie können sich genauso mit den Leuten in Verbindung setzen, die das Produkt haben. Sie können genauso dorthin gehen und können sich Sachen zeigen lassen. Die Feuchtigkeit war vorher da, jetzt ist sie weg. Mein Spritverbrauch war vorher so, jetzt ist er so. Ja, wenn es so ist, ist es so. Und dann gehe ich nicht hin, nur weil es irgendein sogenannter Naturwissenschaftler nicht erklären kann. Dann hin und sagt, nö, das Produkt ist Mist, das kann nur keiner erklären. Nein, das Produkt funktioniert, aber es kann keiner erklären. So, jetzt hören wir uns einfach mal an, was dieser junge Mann, und das kann jeder tun, der im Internet recherchiert, er kann sich alle Aussagen anhören und merkt dann sehr oft, dass persönliche Unzulänglichkeiten dazu geführt haben, dass die Leute keinen Erfolg haben. Denn, Sie hören es gleich, schauen Sie selbst.
So, da, da, der Wemmer-Bericht bei Stern TV ist ja in aller Munde. Mit Abzocke, Schneeballsystem, Betrug und so weiter wurde Wemmer betitelt. In diesem Video gibt es meinen Kommentar. Ein paar Punkte waren berechtigt, ein paar waren nicht berechtigt. Und da gehen wir jetzt drauf ein. Und zwar allgemein gesprochen, jetzt in beide Richtungen. Minuten? Man darf nicht alles gleich glauben. Man muss sein Hirn einschalten und selbst nachdenken. Es gibt unbegründete Kritik dort draußen auf der einen Seite und Hype und Übertreibung auf der anderen Seite, dass man innerhalb von 2 Monaten Millionär wird und so weiter. Es geht also in beide Richtungen. Es gibt unbegründete Kritik und eben zu viel Lob und Übertreibung ins Positive auf der anderen Seite. Jetzt kommen wir direkt zum Stern-TV-Bericht. Und zwar die falschen Hoffnungen. In 2 Monaten fährst du deinen Ferrari und wirst Millionär und wirst reich mit Wemmer, ohne Arbeit und so weiter. Das stimmt. Es werden dort draußen sehr viele falsche Hoffnungen geschürt. Das liegt aber nicht an der Firma Wemmer an sich, sondern an den Vertriebspartnern, die eben Geld verdienen möchten, so gut es geht und mit Druck arbeiten und, wie ich auch schon gehört habe, mit sektenartigen Methoden. Aber das betrifft nicht die Firma Wemmer an sich, sondern einzelne Leute, die so verfahren und so versuchen, andere Leute anzuwerben. Das stimmt, dass zu viele falsche Hoffnungen geschürt werden dort draußen, das ist ein Problem und das muss sich in Zukunft ändern. Denn es ist wirklich so, 90% der Leute werden mit Wemmer kein Geld verdienen. Aber sie bekommen dafür ein sehr gutes Produkt. Also man bekommt ein sehr gutes Produkt, das man konsumieren kann. Man kann also nicht sagen, dass 90% der Leute kein Geld verdienen. Es werden zwar 90% der Leute kein Geld verdienen, aber es heißt nicht, dass 90%, also dass 100% der 90% Geld verdienen möchten. Es gibt wirklich einen sehr großen Anteil bei Wemmer, die gar kein Geld verdienen möchten, sondern nur das Produkt konsumieren möchten eben. Von den Leuten, die Geld verdienen möchten, schaffen 5-7% es in den ersten 6 Monaten oder so auf einen monatlichen passiven Verdienst von 1.000 Euro. Das klingt jetzt für viele, was, nur 5-7%, aber ich finde das extrem viel. In welchen anderen Bereichen schafft man es, in 6 Monaten Arbeit auf ein passives Einkommen, relativ passives Einkommen von 1.000 Euro? Weil wenn man die Arbeit einmal reingesteckt hat, dann, solange keine Leute unter einem aussteigen und das Produkt weiter konsumieren, fällt man auch nicht mehr unter die 1.000 Euro. Also theoretisch, also, wenn man dann... liebe Zuschauer, ich will das dort einmal anhalten und... Sie merken schon im ersten Part, dass es genau das ist, was der junge Mann auch im Internet kommuniziert. Augen auf, Ohren auf und zuhören und vor allen Dingen vergleichen. Und wie gesagt, wenn sich einer mit so einer blödsinnigen Aussage dann dazu hinlocken lässt, einen Haufen Geld auszugeben, dann müsste ich mal, und wenn er noch sehr jung ist, eigentlich zu den Eltern gehen und die Eltern fragen, sagen Sie mal, wie ist denn die Kommunikation zwischen Ihnen und Ihren Kindern? Also, wenn zu der Zeit damals meine Kinder das machen wollten, dann wären die gekommen und gesagt, du, ich habe hier eine Geschichte, guck mal, so und so und so, was hältst du denn da davon? Ich hätte nicht gesagt, ich verbiete es, sowas habe ich nie gesagt. Nein, wenn ich sage mit meinem Kind, du, überleg mal, so und so viel rein, dann hast du so und so viel im Keller stehen, das musst du alles verkaufen, bis du dann ein Geld hast. Wenn du dein Geld investieren willst, wenn es dein Taschengeld ist, dann tu das. Wenn du mich fragst, ob ich es tun würde, ich würde es nicht tun. Und eigentlich jedes Kind, was ein gutes Vertrauensverhältnis zu den Eltern hat, würde das dann auch tun. Kinder, die nicht mit ihren Eltern sprechen, sollten sich vielleicht die Eltern mal die Frage stellen, wo denn da wohl dann das Problem liegt. Und wenn wir jetzt dem jungen Mann da weiter zuhören, dann kommt man schon auf das schlüssige Thema. Schauen wir mal weiter zu. Ist dann eben mit dabei und kann eben auch schon Leute anwerben. Man bekommt dann zwar keine Produkte, muss allerdings auch nichts investieren. Man kann neue Leute anwerben, kann dann allerdings kein Geld verdienen. Wenn man nichts investiert, kann man auch kein Geld verdienen. Aber man kann völlig kostenlos starten. Eben, wie ich schon gesagt habe, man kann wirklich neue Leute anwerben, verdient dann zwar kein Geld, aber sammelt sich Punkte. Und diese Punkte kann man dann eben einlösen, um sich Produkte zu bestellen. Also statt Geld zu verdienen, kann man sich eben durch die Empfehlung neue Produkte kostenlos zuschicken lassen. Und das finde ich doch super. Man kann wirklich kostenlos starten. Und wenn man sich dann dafür entscheidet, hey, ich möchte wirklich Geld verdienen, dann okay, dann muss man monatlich immer ein Päckchen kaufen für 70 oder 140 Euro, damit man Geld verdienen kann. Aha, was haben wir gehört? Man muss überhaupt nicht. Das heißt, unseriöse Leute und liebe Zuschauer, unseriöse Leute,
Ich erinnere mal an Skandale aus der Versicherungsbranche, ich erinnere an Skandale aus der Finanzbranche, ich erinnere an Skandale aus der Lebensmittelbranche. Wie viel soll ich Ihnen noch aufzählen? Die gibt es überall, in jeglichen Unternehmungen, in jeglichen Arten von Vertrieb, egal ob das ein klassisches Handelsgeschäft ist, ob das ein Internetshop ist, wie viele Betrügereien hören Sie jeden Tag aus dem Internet, ob das normale, ganz normale Verkaufsgeschäfte sind, auch da wird betrogen, gelogen, die Unwahrheit gesagt. Und genauso gibt es in dem Bereich Menschen, die sich einfach nicht an die Fakten halten, sondern die einfach irgendwelchen Leuten Unsinn erzählen. Und dann gibt es auf der anderen Seite die Leute, die Unsinn glauben und dann danach groß rumschreien, ich habe mein Geld verloren, ich habe mein Geld verloren. Dann sage ich, du am Anfang hast nicht darüber nachgedacht, mal, wo der gesagt hat, wenn du jetzt da 100.000 Franken investierst, dann kriegst du 20% Rendite. Hast du nicht mal gesagt, Moment mal, auf der Bank gibt es Negativzinsen, du versprichst mir 20%, wo kriegst du die her? Und so beginnt's. Und dann gehen wir mal ein Stückchen weiter und schauen mal da weiter rein. Kinder werden abgezockt, war auch so eine Aussage. Fakt ist, Wemma ist ab 18. Wemma tut alles, um Accounts von unter 18-Jährigen zu schließen. Überall im Leben können unter 18 irgendwas Verbotenes tun, Alkohol, Disco, Autofahren und so weiter. Also? Zocken doch die ganzen Kinder ab. Es werden so viele Kinder abgezockt. Fakt ist einfach, Wemma ist ab 18. Unter 18 darf man sich nicht anmelden. Wemma tut alles, um Accounts von unter 18-Jährigen zu schließen. Klar, es melden sich auch unter 18-Jährige bei Wemma an. Aber es ist doch überall so im Leben, dass unter 18-Jährige irgendwas Verbotenes tun können. Sie können Alkohol trinken, sie können sich einen Personalausweis verfälschen und in die Disco gehen oder Auto fahren. Es ist überall im Leben so, dass unter 18-Jährige irgendwas tun, was sie eigentlich nicht tun dürfen. Wemma kann es nicht zu 100% verhindern. Genauso wie die Polizei nicht verhindern kann, dass ein unter 18-Jähriger Auto fährt oder Alkohol trinkt. Also, liebe Zuschauer, haben wir den nächsten Part, der da heißt, das, was da als Vorwurf eingespielt wurde, dass Wemma mit Kindern arbeitet, das ist einfach auf einzelne und unseriöse Menschen zurückzuführen. Aber nicht darauf, dass das Unternehmen damit Geld verdienen will. Wer das glaubt, ist einfach ein Dilettant. Das kann ich nur so sagen. Denn, wie gesagt, als ich damals mit dem Produkt in Kontakt kam, ich war in Danzig, in der Unternehmenszentrale, und habe Leute, weil ich selbst nicht konnte, nach Amerika geschickt, wo er nicht wusste, dass der von mir kommt. Ich sagte, guckt euch den Laden mal an, geht in die Produktion, wollt euch alles angucken. Ich will wissen, ob das so ist, wie es da draufsteht. Und es ist so. Also muss ich sagen, ich versuche immer wieder festzustellen, warum fährt man denen so an die Karre? Was ist denn der Hintergrund? Naja, schauen wir mal weiter. Dann hat der junge Mann Folgendes. Er ist in ganz Europa zugelassen. Also kann es sich nicht um ein Schneeballsystem handeln und würde es gar nicht zugelassen werden. Außerdem bei einem Schneeballsystem verdient zum Beispiel der, was ganz oben ist in der Pyramide. Schneeballsystem ist wie so Pyramidensystem eben aufgebaut, ganz oben. Der, was an der Spitze ist, verdient das meiste Geld, da das Geld alles zu ihm fließt. Bei Wemma ist das allerdings nicht der Fall. Egal wann man eingestiegen ist und egal welche Position man hat in der Matrix, egal wo man steht, man kann immer noch mehr verdienen als jemand, der schon sehr, sehr lange dabei ist. Warum das so ist, erkläre ich in meinen anderen Videos, aber das ist Fakt und das ist so. Und deshalb. So, ich könnte das jetzt noch unendlich weiterlaufen lassen. Alle Zuschauer, die meine Sendung kennen, wissen, dass die Links immer im YouTube-Kanal unter dem Monitorfenster verzeichnet sind. Sie können sich genau diesen ganzen Bericht anschauen. Jetzt haben Sie gesehen, neben mir steht so eine schöne Schachtel. Weil da gab es eine sogenannte Ernährungsberaterin und einen Mediziner, der dort ein paar Aussagen gemacht hatte. Zum Beispiel, als die Frage kam, ist natürliches Koffein, was im Wemma, im Wurf drin ist, oder synthetisches bzw. künstliches Koffein ein Unterschied? Ach was, Quatsch, hat er gesagt. Dann habe ich ein paar Naturwissenschaftler gefragt. Da kriege ich jetzt in Kürze die Information zugeschickt über den Unterschied und auch wissenschaftliche Ergebnisse, die es schon gibt, über synthetische Stoffe. Sie wissen ja auch, dass zum Beispiel Vitamin C nicht gleich dem Produkt ist, was Ascorbinsäure heißt. Ascorbinsäure wird fälschlicherweise als Vitamin C deklariert, ist es aber nicht, weil es nicht natürlich ist. Es ist eine synthetische Nachbau. Ein Nachbau, Sie können ja heute alles spektral analysieren und dann können Sie das nachbauen.
Dann bin ich hin, hatte ja gesagt, wenn man 2 Wörf, glaube ich, trinkt, wenn ich es richtig im Kopf habe, dann kann das schon gesundheitsgefährdend sein. Dann habe ich gesagt, das ist aber interessant. Jetzt kenne ich die Formel, was im Wörf drin ist, und kenne die Formel, was in anderen. Und hier liegen sie alle drin. In diesem Kasten, ich drehe den noch ein bisschen. In diesem Kasten liegen jetzt alle drin. Ich habe sie extra so hingelegt, die so in einem Supermarkt oder in einer Tankstelle zu finden sind. Mit allen bekannten oder unbekannten Namen. Also, liebe Zuschauer, was werden wir jetzt tun? Jetzt werde ich alle Inhaltsstoffe analysieren lassen und werde das vergleichen, um einmal wirklich darzustellen, was ist wo drin, wie werden die einzelnen Stoffe von Medizinern und Naturwissenschaftlern gesehen. Das kostet ein bisschen Geld, habe ich in die Hand genommen. Warum? Weil ich will einfach mal sehen, was da passiert. Wissen Sie, da blähen sie sich auf und machen ein Produktblatt und dann gucke ich dahinter. Und meiner Meinung nach Produkte, die wesentlich vielleicht dem Wohlbefinden nicht so zuträgliche Stoffe enthalten, die teilweise auf von Universitäten herausgegebenen Listen der Zusatzstoffe sogar als nicht gesundheitsfördernd eingestuft werden, was die für Wirkung haben. Und was da dahinter steht, vor allen Dingen, was der Mediziner und die Ernährungsberaterin gesagt haben. Wir sehen uns gleich nach der Werbung. TimeToDoShop.ch. Hier finden Sie die Produkte der Gäste unserer Sendung. Nahrungsergänzungsmittel, CDs, DVDs, Bücher, Essenzen, Heilsteine, Bilder, Körperpflegeprodukte und vieles mehr. Die Produkte unserer Gäste www.timetodoshop.ch oder Sie bestellen einfach per Bestellhotline. So, liebe Zuschauer, da sind wir wieder. Ich habe nochmal hier auf meinem Rechner einfach Folgendes gemacht für Sie zu Hause und wo sich jeder informieren kann und habe im Google in der Suchmaschine das Wort Wemmer eingegeben und jetzt schauen wir mal, was wir da alles finden. Das heißt, was will ich Ihnen sagen? Jeder kann sich informieren über die Gegebenheiten. Jeder, der muss nur schreiben und lesen können. Und da haben Sie das auch gesehen. Es sind genügend, es sind insgesamt, was steht dran? 549.000 Ergebnisse. So viel können Sie in dem Leben gar nicht lesen, wenn mal wieder drin steht. Natürlich gibt es immer wieder Leute, die irgendwas negativ darstellen. Und deswegen sage ich, hier, spüren Sie sich hin. Und sonst gibt es kein Argument. Da kann jetzt 5 Fachleute, jetzt kann ich 5 Wissenschaftler holen die anderen wieder 5 Wissenschaftler. Und am Schluss sind Sie noch mehr verwirrt wie davor. Ich habe natürlich auch den Vertriebsverantwortlichen Harald Meyer und den, der schon hier das Produkt vorgestellt hat und seine Erfahrungen damit, den Hans von der Ahr, auch mal zu diesen Vorwürfen, die da gemacht wurden, befragt. Schauen Sie sich's an und hören Sie selbst. So, liebe Zuschauer, bei mir im Studio zum Interview Harald Meyer, Ex-Radprofi und der Mann, der 10 Jahre lang das Thema Wemmer begleitet und das gesamte Unternehmen sehr intensiv kennt, und Hans von der Ahr, der in der Schweiz einen Vertriebsarm leitet. Und seit wie vielen Jahren bist du bei Wemmer dabei? Seit 8 Monaten. Seit 8 Monaten dabei. Wir haben schon zusammen einige Sendungen gemacht zum Thema Wemmer. Sie wissen, liebe Zuschauer, ich selbst nutze das Produkt Wemmer Premix. Und jetzt wollen wir mal zu den Thematiken, die wir in der aktuellen Sendung gehört haben, mal die Herren fragen, was da dahinter steht. Also erstmal vielen Dank, dass ihr ins Studio gekommen seid, dass wir ein paar Dinge klarstellen können. Es gab ja 2 Berichte, die wir alle gesehen haben, über RTL und ARD, wo es um das Thema der Nahrungsergänzung, aber nicht über den Wemmer Premix ging, sondern um das Produkt Wurf. Dort wurden Behauptungen aufgestellt, die natürlich unsere Zuschauer teilweise sehr verunsichert haben. Einmal Behauptungen, die das Produkt betreffen, und einmal Behauptungen, die die Vertriebsarbeit betreffen. Erstmal zu der Grundthematik. Wurf ist was? Wurf ist eine Nährstoffversorgung im Aussehen eines Energiedrinks. Aber es ist und bleibt eine Nährstoffversorgung, was den Menschen hilft, Nährstoffe über die Nahrung nicht mehr optimal abgedeckt werden zu können, in optimaler Form zuzuführen. Also es
Wurf, diese orange Dose, ist kein Energy-Drink, sondern es ist eine klassische Nahrungsergänzung. Es ist eine Nahrungsergänzung, wo wir einfach die Dose und diesen Weg gehen, um es der Jugend leichter zu machen, das Nährstoffdefizit aufzuheben. Mhm. Also eigentlich gute Grundidee. So viel ich gelesen habe, ist im Wurf die Nährstoffformel vom Wemma Premix 1:1 enthalten mit ein paar Zusatzstoffen, dass es halt nicht so saftig ist wie der Premix, sondern flüssig wie so ein isotopisches Getränk oder ein Energy-Drink. Genau, dass es ein wohlschmeckendes Getränk ist, ein Freizeitgetränk ist. Die Inhaltsstoffe sind in jedem Land den Landesregeln entsprechend abgestimmt, weil wir sind, die Philosophie der Firma ist, wir gehen in alle Bereiche gesetzeskonform. Das Produkt ist voll EU-geprüft und EU-zugelassen mit allen Inhaltsstoffen. Und das ist auch die Grundphilosophie der Firma, also allen Formen zu entsprechen. Mhm. Dann gab es ja eine Aussage, ja, das kann nur im Affiliate-Vertrieb verkauft werden. Das gibt es im Laden gar nicht. Jetzt habe ich aber gehört, das ist nicht ganz richtig. Es gibt es auch in einigen Ländern oder in einzelnen Ländern bereits in Läden zu kaufen. Aber wir sind in vielen Ländern schon in den Läden. In Österreich ist es zum Beispiel mit der Pharmazentralnummer in allen Apotheken gelistet, seit Beginn, seit 10 Jahren, mit großer Zufriedenheit der Kunden dort. Wir machen immer wieder einige Trainings für die Apotheker, wie das Produkt angewendet wird, wie es verwendet wird. Und im normalen Handel, in Tankstellen zum Beispiel? Im normalen Handel gehen wir nicht rein, weil eine Beratung für uns das Wichtigste ist. Wir bauen ein Netzwerk von Informationen auf. Der Kunde soll wissen, wie er es nimmt, wann er es nimmt und was der Sinn für ihn ist. Wir wissen, in den Apotheken haben wir das Problem, dass wir in etwa 4000 andere Produkte auch haben. Und die Apotheker sind nicht geschult auf alle einzelnen Produkte. Klar. Der Vorteil ist, ich mache meine eigene Erfahrung. Bei mir Schwerpunkt natürlich Sport. Ich war erst vor 2 Wochen beim Nordpol-Marathon und habe den sehr gut beendet bei minus 41 Grad. Wow, ich wollte einfach wieder testen, wie es mir geht in meinem Alter und mit dem doch wenig Training, was ich Zeit habe, weil ich in 20 Ländern aktiv bin, um zu testen, was das Produkt kann. Ganz einfach. Ich berate in erster Linie auch Sportler, wie sie es nehmen. Ich habe jetzt über 20 Olympiasieger und Weltmeister, die mir bestätigt haben, sie haben es durch dieses Produkt geschafft. Und das zählt. Mir zählt die Wirkung am Produkt. Ich persönlich nehme seit 40 Jahren ohne einen Tag Ausnahme eine Nährstoffzusatzversorgung zur hochwertigen Nahrung und werde das bis am letzten Tag meines Lebens machen. Was mich an Wimmer fasziniert ist, dass es ein Produkt ist, wo die Nährstoffversorgung einfach, effizient und extrem billig geworden ist. Mhm. Weil wenn ich früher 15 Produkte genommen habe, die alle in etwa das Gleiche gekostet haben, habe ich nicht so viel an Inhaltsstoffen, wie ich jetzt in den einen Produkt habe. Und deswegen verwundert mich, dass sich Sender trauen, eine Aussage zu machen, wo eine Aussage heißt, es ist zu viel drin, die andere Aussage sagt, es ist nur zu Fructose und Wasser drinnen, was sich ja schon komplett widerspricht. Mhm. Da sieht man ganz klar und deutlich, wie recherchiert wird. Es ist Fakt, in Europa, besonders wenn du in den Apotheken gelistet bist, und da liegt jedes Produkt einem Prüfverfahren. Ich habe das Produkt prüfen lassen, bevor ich das erste Produkt empfohlen habe in Europa. Nach der Prüfung, nach der Kontrolle von Ärzten und offiziell zugelassenen Instituten haben wir mit dem Vertrieb gestartet. Wir haben jetzt, kann es nicht genau sagen, aber ich habe ungefähr 40.000 Kunden, die nur das Produkt bestellen, ohne im Vertrieb tätig zu sein, die glücklich sind und viele von denen werden bis an ihr Lebensende aufgrund der eigenen Erfahrungen nicht mehr stoppen. Natürlich suchen wir Leute, die diese Erfahrungen dann weitergeben. Das sind dann die Mitarbeiter. Und hier wurde wieder komplett von der falschen Seite belichtet, weil es wurde eine Aussage gemacht, ich habe das investiert und nichts bekommen. Damit haben sie wieder die ganze Sendung in Wirklichkeit lächerlich gemacht, weil würdest du bei uns etwas bekommen, ohne dass du etwas verkaufst oder empfiehlst, dann wären wir ein illegales System. Absolut. Ich habe ungefähr 40.000 Kunden, die nur das Produkt nehmen, das Produkt kaufen für sich selbst zum Eigenbedarf, ohne ein Interesse haben zu empfehlen und die glücklich sind, weil nur dann funktioniert ein Vertrieb und ist auch voll gesetzeskonform. Wir sind ein Vertrieb, wo du ohne Eigeninvestition, ohne Geld zu investieren, starten kannst. Also du brauchst
weder eine Schulbildung als Nachweis, noch brauchst du Kapital, noch ist die Voraussetzung einer Religion oder einer ethnischen Gruppe zuzuhören. Du hast doch, es ist wurscht, welcher Rasse und welcher Herkunft du bist. Genau, du hast doch keinerlei Verpflichtung, irgendeine Form oder irgendeine Menge von Produkt selbst zu kaufen. Ich persönlich bin der Meinung, wenn ich das Produkt nicht für mich kaufe, für mich teste und für gut befinde, wäre es nicht seriös, es weiterzuempfehlen. Also gehe ich als Grundvoraussetzung aus, dass jeder selbst eigene Erfahrungen macht. Wenn er aufgrund seiner eigenen Erfahrungen spürt, dass es gut ist, empfehle ich es auch meinen Freunden. Das ist die Form, die uns so groß gemacht hat. Natürlich bist du bei in etwa 100.000 Menschen, die das dann auch machen, wirst du immer einige dabei machen, die auch Fehler machen. Aber wir wissen, ganz dass klar. Es auch Fehler bei der Bundespolizei gibt und auch Fehler bei der Kirche gibt. Und beides sind wichtige und seriöse Unternehmen. Und wir können beide nicht verurteilen, nur weil einige Fehler machen. Genau, da liegt nämlich genau der Punkt. Ich will nochmal explizit auf zwei Aussagen gehen, die gemacht wurden. Da ging es ja einmal um diesen jungen Mann, diesen Blonden, der dann einmal von 1.500 Euro und einmal von 1.000 Euro gesprochen hat. Jetzt weiß ich auch nicht genau, was er jetzt ausgegeben hat. Und dann euer sogenannter Affiliate-Plan ist ja öffentlich auf der WEMA-Seite frei zu sehen. Für jeden. Auch wenn ich als Vertriebspartner, ich brauche ja gar keinen, ich kann ja morgen, Sie, jeder Zuschauer, kann morgen auf die WEMA-Seite gehen und kann sich als Vertriebspartner registrieren. Da brauchen Sie keinen, der irgendwie Ihnen sagt, das und das musst du jetzt tun. Nein, und dort wird man dann sehen, dass es keine Verpflichtung gibt vom WEMA-Unternehmen, 1.000 oder 1.500 Euro auszugeben, um irgendwas zu kaufen. Und wie das gerade der Harald Meyer gesagt hat, die große Problematik von Unternehmen, die im Direktverkauf, im Affiliate oder im Multi-Level-Marketing unterwegs sind, ist, die Menschen, die sich registrieren, tun das aus eigenem Antrieb. Und wie Sie gehört haben, es gibt keine Voraussetzung. Du musst weder Kaufmann sein, noch musst du Vertriebserfahrung haben, noch sonst was, weil es ist kein klassisches Verkaufsgeschäft wie im Handel, wenn einer jetzt Handelsvertreter ist. Nein, es ist ein Empfehlungsgeschäft. Und deswegen macht es auch Sinn, was gerade der Harald gesagt hat. Ich probiere das Produkt und jetzt merke ich, wow, das wirkt ja richtig toll. Und dann gehe ich zu meinem Kumpel, zu meiner Schwester, zu meiner Mutter, zu wem auch immer in meinem Umfeld und sage, du, ich habe da ein tolles Produkt. Das machen Sie doch zu Hause auch. Wenn Sie morgen bei sich in der Stadt ein tolles Geschäft entdecken, was tolle Damenoberbekleidung hat, wer erzählt es denn nicht seiner Freundin oder seiner Bekannten oder seiner Arbeitskollegin? Das ist das Gleiche in Rot und die geht dann irgendwann hin und kauft vielleicht in dem Laden sich ein Kleid. Nur mit dem Unterschied, in einem System wie Affiliate würde jetzt der, der die Empfehlung ausgesprochen hat, was bekommen. Und im normalen Handelsgeschäft verdient halt der Händler dann und sonst keiner. Und der, wo die Empfehlung gegeben hat, naja, der kann vielleicht ein Dankeschön kriegen von dem, dem er es empfohlen hat, weil der jetzt tolle Klamotten hat oder ein tolles Produkt. Also da muss man ganz klar die Grenze ziehen und, wie gesagt, die Menschen arbeiten frei. Es ist nicht immer ein Kontrolleur vom Unternehmen bei jeder Veranstaltung dabei und steht daneben und hört zu, was der erzählt. Und wenn die sich abends treffen in irgendeiner einer Wirtschaft oder in einem Hotel und setzen sich zusammen und einer steht dann auf und sagt, ja, ihr könnt morgen alle Millionär werden und ich habe euch hier schon mal ein Modellauto mitgebracht von der Mercedes, den ihr dann fahren werdet, dann ist das einfach einer, der dummes Zeug erzählt. Aber die, wie der Herr Meyer auch schon gesagt hat, gibt es nicht nur in Direktvertrieben. Die finden Sie in allen Firmen, in allen Organisationen weltweit und die finden Sie auch in Politik, in anderen Organisationen, denn sonst wären nicht jeden Tag Nachrichten voll von neuen Skandalen, die hochpoppen, weil auch irgendwelche Menschen irgendwas erzählen, was nicht dem entspricht, was sie eigentlich tun oder sagen sollten. Harald, ein anderer Punkt, der mir noch aufgefallen ist bei dem Bericht, es wird immer so den Eindruck erweckt durch Aussagen, die wir nochmal von Medizinern und Naturwissenschaftlern relativieren lassen, dass der Konsum, wenn man mehrere trinkt, gesundheitsgefährdend wäre, dass in dieser ganzen Thematik man das den Jugendlichen eigentlich sie warnen müsste dafür. Du hast doch eben gesagt, dass das von international anerkannten Instituten und in der EU gibt es ja amtlich anerkannte Sachverständige und ein amtlich anerkannter Sachverständiger ist ein vereidigter Fachmann, der dann prüft und dann wird einem Produkt die sogenannte europäische Verkehrsfähigkeit erteilt. Bei diesem Untersuchungsbericht wird doch das Produkt geprüft auf Inhaltsstoffe und auf alles und auf geltende Gesetze.
Kann dann diese Aussage dieses Mediziners und dieser Ernährungsberaterin überhaupt stimmen? Nein, die kann gar nicht stimmen. Weil damit würde sie praktisch die Prüfungsinstitute in Europa beleidigen. Mhm. Da ist kein Spielraum. Da gibt es keinen Spielraum. Es gibt ganz klare Inhaltsstoffe in Europa, die zugelassen sind, die nicht zugelassen sind. Wäre ein Stoff drinnen, der nicht zugelassen ist, müsste die Firma den natürlich rausnehmen in dem Land. In dem Fall ist das Produkt geprüft von höchster Instanz. Es ist eine sehr, sehr aufwendige Prüfung, was ein kleines Labor gar nicht machen kann, dass das Produkt den in Europa geltenden Richtlinien zur Sicherheit des Kunden voll und ganz entspricht. Sonst darf es gar nicht, eine Apotheke darf ein Produkt nicht verkaufen, wenn es nicht den Richtlinien entspricht. Das ist ganz einfach. Also, und das Produkt wurde in den Apotheken vorher verkauft, bevor es in Vertrieb gegangen ist. Ah, auch interessant zu wissen. Und eigentlich, es gibt ja keine von der Wertigkeit höhere Klassifizierung wie apothekenfähige Produkte. Die sind ja noch stärker geprüft als zum Beispiel Produkte, die du normal im Handel findest. Ganz genau. Genau. Da ist also, und wenn man auch, du hast diese Zulassungsnummer, dass es in Apotheken verkauft werden kann. Voll verkauft. Also spricht ja eine ganz andere Sprache, diese Thematik. Jetzt möchte ich nochmal zum Hans von der Ahr kommen. Hans von der Ahr, wenn du jetzt 8 Monate das machst, wir haben ja in den Sendungen, wo wir schon gesprochen haben, gesagt auch, du getrunken, gemerkt, wow, abgenommen hast, einige Kilos durchs Produkt, fühlst dich fit, hast ja auch eine persönlich eine lange Krankengeschichte durch Überbelastung, also Schulter, Knie und so weiter hinter dir. Also warst du eigentlich einer, der genau sagen konnte, wenn er sich nicht gut fühlt und das Produkt getrunken hat, was passiert ist. Ja. Aufgrund der Erfahrungen hast du damals dich entschlossen zu sagen, Mensch, das ist so toll, da will ich mich auch im Vertrieb engagieren. Die Aussagen, die da gemacht werden, dass die Leute, die dann kommen und im Vertrieb mit dir arbeiten wollen, was müssen die denn bezahlen? Eigentlich nichts. Sie müssen nichts bezahlen, oder? Sie müssen, ich sage immer, wenn du, wenn man trinkst und wenn man spürst, dann kannst du das weiterempfehlen, oder? Zahlen musst du nirgendwo, also wenn ich ein Produkt will für mich, dann muss ich das kaufen, das ist klar, das am Anfang, wie jeder andere auch, klar. In jedem Geschäft so, oder? Mhm. Und nachher musst du das einfach trinken und spüren. Und wenn du was spürst, kannst du das empfehlen. Mhm. Ich habe das vorher 3 Monate getrunken, bevor ich das jemandem gesagt habe, oder? Und gewisse Sachen sind bei mir passiert und ich habe viele Kollegen, die haben etwa die ähnliche Problematik, wie ich gehabt habe, oder? Mhm. Und das ist eigentlich überall gut geworden. Das hat mir noch nie jemand gesagt, er ist vergiftet oder so, wie die gewissen Idioten da darüber reden, oder? Das Wort piepst immer raus. Du hast noch eine andere Thematik. Wenn du im Vertrieb arbeitest, irgendwann schreiben sich ja Leute auch bei dir ein, die mit dir in der Vertriebsgruppe da arbeiten wollen. Wie sorgst du denn dafür, dass sowas nicht passiert, wie jetzt der Fall, der anscheinend, wir wissen ja noch nicht, ob er wirklich stimmt oder nur gefaked war. Also wie stellst du sicher, dass auf den Informationen, die ihr an neue oder Vertriebsinteressierte gebt, dass da nicht so ein Unsinn erzählt wird, wie anscheinend dort? Also ich persönlich suche ja gar keine Leute für den Vertrieb. Mhm. Ich suche Leute, die das, wenn man trinken, weil das, wenn man gut ist für den Körper. Der Vertrieb, der erstellt sich automatisch, oder? Wenn du das, wenn man empfiehlst, 3 Leute kaufen das, kriegst du das gratis. Mhm. Ich habe, wenn man 2-mal gekauft für mich, seitdem kriege ich, wenn man gratis. Mhm. Und in der Zwischenzeit kriege ich auch jede Woche ein bisschen Geld. Aber ich mache das, wenn man nicht, weil ich das Gefühl habe, ich werde reich durch wenn man. Weil wenn man ist eine gute Sache für die Menschen. Und deswegen mache ich das. Ja, und nochmal die Frage, wenn jetzt so Zusammenkünfte sind, weil die Vertriebler treffen sich ja immer, wollen sich informieren, was sich laufen, Veranstaltungen machen, wo neue Interessierte dazukommen können, ist dann jemand da, der achtet darauf, dass da kein Unsinn erzählt wird? Also bei mir wird kein Unsinn erzählt sowieso. Wenn ich einen Vortrag, einen Anlass mache, kommt meistens der Harald und erzählt über das Produkt, was das Produkt die Inhaltsstoffe. Du als Vertriebsmann kannst, wenn es zeitlich möglich ist, auf so einen Profi wie den Harald zugreifen. Und das hat natürlich dann den größten Vorteil, dann wird kein Unsinn erzählt, weil dann wird immer das Gleiche erzählt. Das heißt, der kommt dann und tut die ganzen Interessierten, entweder Kunden oder Leute, die sich für den Vertrieb interessieren, die können dann aus berufenem Munde die Firmeninformationen bekommen und alles andere ist das, was auf der Website steht. Ja. Also der Vertrieb kommt ja dann selber, wenn die Leute merken, wie das, wenn man für sie
ist, was es macht, oder? Wenn du nachher über Wemma sprichst, das hat mich das gemacht, oder das ist besser geworden, oder dann, wenn er das Problem hat, dann trinkt er auch Wemma. Oder also, ich sage, die du Leute, agierst rein über die Qualität des Produktes und bist nicht der, der hingeht und sagt, Vertrieb mache, Geld verdiene, Geld verdiene, sondern was soll das? Trink das Produkt, dann wirst du sehen, was es dir bringt. Wenn und ich dann das machen würde, oder, dann denkt jeder, er wird gleich Millionär, oder? Dann passieren solche Sachen, wie jetzt da passiert sind. Ich habe das investiert und ich habe nur das gekriegt. Oder? Was hast du investiert? Ja, meine Portion einfach, das, was ich getrunken habe. Also Anfang, auch, oder? Du musstest auch jetzt nicht irgendwelche 1000 oder 1500 Franken investieren, um irgendwas zu kaufen? Nein, oder so. Also ein Müssen. Die Firma sagt niemand, du musst. Du kannst es selber machen, du bist selbstständig, oder? Wenn ich selbstständig bin, muss ich mich ja bewegen, wenn ich was verdienen will, oder? Ich kann nicht nur sagen, oh, ich kaufe jetzt da für 1500, wenn man, nachher bin ich Millionär nach 4 Monaten. Oder ich mache also Anlässe und habe 2 Leute, hey, bitte. Die üblichen Storys. Wir haben ja das öfter und ich meine, du bist jetzt 10 Jahre dabei und es gibt natürlich immer mal wieder Dinge, wo man versucht, gegen ein Produkt zu schießen. Da sage ich immer, der Handel ist ein hartes Geschäft, klar. Und je mehr dieser Drinks, als das ganze Energy-Thema hochkam, wie gesagt, gab es 1 Liter. Heute sind es, glaube ich, 30 verschiedene, die du im Regal findest, die alle richtig gegeneinander boxen. Und wenn jetzt natürlich ein Nahrungsergänzungsdrink, der aussieht wie ein Energy-Drink, aber viel mehr Sinn macht für den Körper, dann befürchtet man natürlich bestimmt, dass Marktanteile verloren gehen. Und da wird natürlich auch ein Hintergrund sein, dass der Wettbewerber nicht so gerne sieht, wenn ihm einer plötzlich die Kunden wegräumt. Jetzt gibt es ja noch ein schwarzes Getränk, was auch Wurf heißt. Ich glaube Bolt, wenn ich mich recht Bolt, erinnere. Ja. Was ist das denn? Na, im Wurf Bolt haben wir einfach noch Wirkstoffe drinnen. Zum Beispiel bei Menschen, die Diabetes haben, ist Xylitol, Birkenzucker drinnen, dass er es noch besser vertragt. Wir sprechen einfach verschiedene Gruppen ab, um Ihnen zu helfen, schnellstmöglich eine Verbesserung Ihrer Lebensqualität zu erreichen. Es ist ein Gesundheitsprodukt, was von Ärzten entwickelt ist, von Wissenschaftlern entwickelt ist und einfach eine reine am Markt erlaubte Nahrungsergänzung ist, wo wir nichts anderes machen, wir machen es den Menschen leichter. Ich habe früher mengenweise Kapseln genommen, die auch Naturprodukte waren, aber das ist nicht duplizierbar. Das macht ein Sportler, dem der Wert seines Körpers bewusst ist, dem der Wert seiner Gesundheit bewusst ist. Die Philosophie der Firma ist, Nährstoffversorgung auf ein ganz einfaches Niveau zu bringen. Nehmen wir Österreich her, in Österreich sind wir nicht einmal als Nahrungsergänzung, sondern als Lebensmittel, als Nahrung deklariert. Weil es ist ein Teil der Nahrung. Okay. Es ist ein Teil der Nahrung, was leider durch Rückgang in den Boden nicht abgedeckt wurde. Die Weltgesundheitsorganisation hat Anfang dieses Jahres die Empfehlung, frisches Obst und Gemüse täglich zu essen, von 5 bis 7 auf 7 bis 9 erhöht. Vor ungefähr 10 Jahren war es noch 3 bis 5. Warum machen sie das? Weil sie wissen, dass der Nährstoffgehalt in unserer Nahrung aufgrund Rückgang der Mineralien in den Boden und Weiterverarbeitung immer weniger wird. Und deswegen mit immer größeren Mengen glauben sie es auszugleichen. Jetzt passieren aber 2 Fakten. Wenn Stoffe nicht mehr drinnen sind, kann ich sie durch die Menge nicht mehr ausgleichen. Und wer macht das dann wirklich, dass er diese Menge isst? Um auch diese möglich. Menschen auf einen hohen, natürlichen, gesunden Niveau zu erhalten, ist eine Nährstoffversorgung eine Selbstverständlichkeit. Ist Fakt. Und das Ziel von uns ist einfach, die Nährstoffversorgung einfach zu machen. Ich trinke ein wohlschmeckendes Getränk und fühle mich gut. Und habe weniger investiert, wie die herkömmlichen Nahrungsergänzungen kosten, aber habe einen Effekt im Körper. Und noch einen Genusseffekt, weil es ja außergewöhnlich gut schmeckt. Jetzt verbinde ich einfach mehrere Dinge, wo der Mensch ein Bedürfnis hat. In einen, ich mache es ihm einfach, ich mache es effizient und deswegen habe ich die Erfolge und deswegen habe ich so viele Kunden, die nie mehr stoppen werden, weil es ihnen einfach gut tut. Und das ist das Schöne. Das, was Sie angesprochen haben mit Konkurrenz, hat sich hier wieder gut beschäftigt. Interessant, dass der diese Aussage in den Sendungen gemacht hat, dass er so viel Geld ausgegeben hat und verloren hat, dass der im Internet sich selbst postet jetzt für unsere größte Konkurrenzfirma.
Das ist ja sehr interessante Zufälle und ja, ist fast schon zum Lachen, ja, wie ich es ja jetzt erreicht habe, weil das wird dann so hingestellt, als wäre er der Klüge. Aber er hat sich damit als einer der Dümmsten deklariert, die es gibt, weil er hat sich selbst disqualifiziert, er hat seine eigene Aussage lächerlich gemacht und damit vielleicht einen seriösen Fernsehsender, das will ich nicht beurteilen, in ein ganz schlechtes Licht gespielt, weil sie sich nicht bemüht haben, ordentlich zu recherchieren. Das war für mich so eine entscheidende Geschichte, dass dieser Bericht sehr einseitig war. Und eigentlich wäre es, wenn man eine Darstellung macht, und wir haben das ja jetzt in der Aktuell-Sendung so vorbereitet, wir vergleichen die Fakte, wir schauen hinter die Thematiken und dann soll der Zuschauer entscheiden, was für ihn richtig ist. Genau. Gäbe es noch dem irgendwas hinzuzufügen? Nein, eigentlich nicht. Ich freue mich total über das Produkt, das zu uns nach Europa gekommen ist. Ich freue mich jeden Tag über die Feedbacks, die kommen. In meiner Richtung, wie ich gesagt habe, sind es hauptsächlich Sportler, weil das mein Spezialgebiet ist. Aber auch einfach Menschen, die sagen, tut mir gut. So wie der Hans gesagt hat, tut mir gut, ich fühle mich gut. Und das ist das Einzige, was zählt. Ja, das wäre für mich eine interessante Geschichte. Du weißt, wir müssen alles anonymisieren, aber ich würde es mal gern sehen. Wenn so Berichte kommen, leite die bitte mal in unsere Redaktion weiter. Denn auch das würde ich gerne veröffentlichen, weil ja immer dargestellt wird, dass ich alles so wurschtelkram und das will keiner. Und wenn Leute das über Jahre hinweg nehmen, ich nehme es jetzt selbst 2 Jahre, knapp zwei Jahre, und muss sagen, immer wenn ich zum Doktor gehe, sagt der Mensch, Vitaminhaushalt, Mineralstoffhaushalt, genau, perfekt. Damit, das möchte ich auch gerne, aber wir arbeiten sehr eng mit Ärzten zusammen. Ich habe in meinem Team allein in Österreich über 400 Ärzte, die mit dem Produkt arbeiten, und da haben wir ganz klare Richtlinien. Richtlinie heißt, ein Bluttest, betreut vom Arzt, 6 Monate später ein Bluttest, 12 Monate später wieder ein Bluttest. Wenn der Wert sichtbar verbessert ist, bleibt dein Leben drauf. Also. Und da wollen die Ärzte wollen keine Diskussion. Wir sind definitiv keine Glaubensgemeinschaft. Ja. Wir basieren auf wissenschaftlichen Fakten, die jahrzehntelang geprüft und kontrolliert wurde, wo es natürlich immer 2 Meinungen gibt. Mhm. Aber deswegen ist es so schön, Bluttest ist Bluttest. Wenn sich Parameter, die über Jahre nicht verbessert sind, jetzt bessere Ergebnisse sind, weil natürliche Nährstoffe, wie wir sie haben, vom Körper besser verstoffwechselt werden können, dann ist das im Bluttest sichtbar für den Mediziner, Wissenschaft und für die Person spürbar. Und der fühlt sich gut. Und das ist dann Ehrlichkeit. Liebe Zuschauer, dem brauche ich nichts mehr hinzuzufügen. Sie haben gehört, was Harald Mayer und Hans von der Ahr zu diesem Thema gesagt haben. Wir gehen wieder zurück zu Aktuell. So, liebe Zuschauer, das war ein Interview, was wir bereits vor 3 Wochen aufgezeichnet haben, denn nicht immer sind die Leute so verfügbar, wie wir das gern hätten. Aber es war mir einfach wichtig, Ihnen das darzustellen, wie man das auch von einer anderen Seite betrachten kann. Und wie gesagt, wie am Anfang schon erwähnt, diese Meinung ist die gleiche Meinung wie alle anderen. Und jetzt können Sie entscheiden, was für Sie richtig ist und was für Sie falsch ist. Und genau das ist die Aufgabe von Medien und eigentlich von Fernsehmachern, dass sie Ihnen die Dinge und Argumente präsentieren, die dafür sprechen, die auch dagegen sprechen. Und dann können Sie entscheiden, was für Sie richtig ist. Und da müssen wir wieder viel mehr hin, denn dann wissen die Menschen wieder, dass sie, wenn sie den Fernseher anmachen, nicht nur Trivialunterhaltungen und Manipulationen sehen können, sondern dass sie Informationen bekommen, mit denen sie was anfangen können. Einen wunderschönen Abend und eine gute Nacht. Die Sendung wurde Ihnen präsentiert von Swiss Harmony, Ihr Hausharmonisierer.